Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend und kann mein Leben nicht mit meinem Ersparten finanzieren. Daher lese ich Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage. Ich stelle mal den Kamillenauszug an die Seite. Lass mal wiegen. Ich komme auf 820 Gramm. Da sind mehr als 500 Milliliter drin. So, was sieht man denn? Der ist schon ziemlich gelb geworden. Die kann auch in den Müll. Kann hier liegen. Ich bin angekommen bei dem Kommentar zu Artikel 5 des Grundgesetzes. Ich lese nochmal Artikel 5 des Grundgesetzes vor. Obwohl draußen der Rasen gemäht wird, hoffe ich, dass man mich verstehen kann. Grundgesetz. Ich zitiere nach Nomus Gesetze, Strafrecht, 21. Auflage, und das ist Nomus Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 21. Auflage 2013. So. Recht der freien Meinungsäußerung, Medienfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, Römisch 1, erster Satz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Ja, schön an diesem Satz ist, es steht auch dabei, wie man sich eine Meinung bilden soll, nämlich aus allgemein zugänglichen Quellen. Hier in diesem Buch steht die Meinungsfreiheit, hier steht Recht der freien Meinungsäußerung. Wenn man seine Meinung so gebildet hat, aus allgemein zugänglichen Quellen, und die dann wohlbedacht in Wortschrift und Bild, also zum Beispiel in so einem Video hier, das ist in Wort und Bild, äußert, dann ist das erlaubt. Meinungsfreiheit, die hier immer genannt wird, steht da nicht. Da steht Recht der freien Meinungsäußerung, und sie soll wohlbedacht aus allgemein zugänglichen Quellen gebildet werden. So, zweiter Satz. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Dritter Satz. Eine Zensur findet nicht statt. Also es gibt für Presse, Rundfunk und Film keine Zensur. Römisch 2, das ist nur ein Satz. Dieses Recht findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Mich stört dieses Recht der persönlichen Ehre. Meiner Meinung nach sieht das deutsche Rechtssystem keine Ehre vor. Es gibt eine Würde des Menschen, die ist unantastbar. Ich weiß, dass das kontrovers diskutiert worden ist auf den Versammlungen zur Vorbereitung der Verabschiedung des Grundgesetzes. Mein Opa, mein Uropa und mein Großonkel sind abwechselnd auf diese Versammlung gegangen, und als es darum ging, dass da persönliche Ehre reingeschrieben worden ist, haben die bei dieser Versammlung gefehlt.
Die haben auch nur eine Würde im deutschen Rechtssystem gesehen und keine Ehre. Daher ist mir das besonders wichtig. Mich stört auch diese Meinungsfreiheit. Das ist das, wo sich Nazis in Deutschland oft hinter verstecken. Die gibt es so nicht. Es gibt die wohldurchdachte Meinungsbildung aus allgemein zugänglichen Quellen und man hat das Recht, diese frei zu äußern. Außerdem darf man sein persönliches Erleben schildern, damit das nachvollziehbar ist. Steht da extra ein Radiowecker im Bildhintergrund und weil ich das hier so hochauflösend mit einem Objektiv aufzeichne, auf dem auch Leica steht, das heißt die Linsen kommen aus Russland, das Objektiv wird glaube ich auch in Japan zusammengebaut, genauso wie die Kamera made in Japan ist. Kann man das auch erkennen. Ich achte auch darauf, dass man den Radiowecker sehen kann. So, Römisch 3, erster Satz. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Zweiter Satz, Römisch 3, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Ich bin in Nordrhein-Westfalen ausgebildeter Lehrer. Man kann dann in Nordrhein-Westfalen kein Richter sein. Die Richterausbildung kommt aus Bayern. Ja. Ich würde mich weitestgehend als verfassungstreu bezeichnen. Mir ist es auch wichtig, was in der Verfassung steht. Das Problem ist, so wie ich dieses Land hier erlebe, ist so ein Buch Strafrecht mit einer Verfassung, also dem Grundgesetz hinten drin, wirklich das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wird. Das geht mit den angeblichen Gerichtsverhandlungen am Amtsgericht los und mit der anderen Art, wie Arbeitsrichter hier in Solingen reden, weiter. Und als ich mir die ehrenamtlichen Richter am Dienstag dieser Woche angesehen habe, ist mir das kalte Grausen gekommen. Die sind mir nicht mehr vorgestellt worden. Sowas geht gar nicht. So. Nachdem wir jetzt geklärt haben, auf welcher textlichen Grundlage der Kommentar stattfindet, geht's weiter. Dabei ist stets vom Wortlaut der Äußerung auszugehen. Diese legt ihren Sinn aber nicht abschließend fest. Es wird vielmehr auch von dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht und von den erkennbaren Begleitumständen, unter denen er wird, achso, nicht es wird. Er bezieht sich auf den Wortlaut. Ich fange nochmal an. Es geht also um Meinungsäußerung und da geht es um den Sinn der Äußerung. Dabei ist stets vom Wortlaut der Äußerung auszugehen. Dieser legt ihren Sinn aber nicht abschließend fest. Der Sinn und der Wortlaut, er wird vielmehr auch von dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht und von den erkennbaren Begleitumständen, unter denen sie fällt, bestimmt. Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine tragfähige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht. Das ist ein schöner Satz. Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine tragfähige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht. Das unterstreiche ich mal.
Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine tragfähige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht. Die isolierte Betrachtung eines umstrittenen Äußerungsteils wird den Anforderungen an eine tragfähige Sinnermittlung regelmäßig nicht gerecht. Bei mehrdeutigen Äußerungen muss eine ebenfalls mögliche Deutung mit überzeugenden Gründen ausgeschlossen werden. Bei Aussagen, die bildlich eingekleidet sind, müssen sowohl die Einkleidung einer Aussage als auch die sogenannte Kernaussage selbst je für sich daraufhin überprüft werden, ob sie die gesetzlichen Grenzen überschreiten. Das heißt, wenn man das Ganze mit Bildern versieht, zum Beispiel in einem Film, so wie ich ihn jetzt hier mache und dazu Aussagen trifft, muss man die Bilder auch mit werten. In der Rechtsprechung haben sich im Laufe der Zeit einige Fallgruppen herausgebildet. Fallgruppen steht hier groß. So geht bei Werturteilen der Persönlichkeitsschutz regelmäßig der Meinungsfreiheit vor. Meinungsfreiheit gibt es sowieso nicht. Mir kommt immer das Kotzen. Das ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, sofern die Meinung aus allgemein öffentlichen zugänglichen Quellen wohl durchdacht gebildet worden ist. Alles andere ist nicht mit dem Wort Freiheit versehen worden. Meinungsfreiheit gibt es nicht. So. So geht bei Werturteilen der Persönlichkeitsschutz regelmäßig der Meinungsfreiheit vor, wenn sich die Äußerung als Angriff auf die Menschenwürde, als Schmähkritik oder als Formalbeleidigung darstellt. Doch ist auch eine überzogene oder gar auffällige Kritik für sich genommen noch keine Schmähung. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, die durch die polemische und überspitzte Kritik in erster Linie herabgesetzt werden soll. Bei Tatsachenbehauptungen hängt die Abwägung vom Wahrheitsgehalt ab. Wahre Aussagen müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie nachteilig für den Betroffenen sind. Unwahre dagegen nicht. So, ich würde sagen, wahre Aussagen müssen immer hingenommen werden, es sei denn, die erfüllen den Tatbestand des Geheimnisverrats. Ich darf zu den Raketenabwehrstellungen der Bundeswehr nicht die Wahrheit sagen, weil das Landesverrat ist, unter Umständen, wenn es in einer größeren Personengruppe geschieht oder die Aussagen einer größeren Personengruppe zum Beispiel durch Weitersagen zugänglich gemacht werden, auch Vorbereitung eines Angriffskrieges, muss man vorsichtig mit sein.
Aber wenn die Wahrheit aus, ich sag's nochmal, was hier steht. Aus allgemein zugänglichen Quellen stammt, dann darf man immer die Wahrheit sagen. Dieses ich meine diese NZA mit diesen angeblichen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, die nicht mehr Verfassungsrichter, ist einfach nur eine Nazi-Zeitung und anscheinend ist es in Deutschland ein beliebter Sport, der auch so hingenommen werden muss, warum auch immer, dass man nicht Urteile vom Bundesverfassungsgericht aus denkt und dann in der neuen Zeitschrift für Arbeit, früher hieß die Nationale Zeitschrift für Arbeit, so eine Scheiße verbreitet. Ich weiß nicht, warum das geht. So. Ich habe mich jetzt ziemlich weit aufs Fenster gelehnt. Ich berufe mich jetzt hier einfach mal auf den dritten Senat am Bundesverfassungsgericht. Findet man nicht auf der Homepage, aber ich war schon in Berlin. Er steht da tatsächlich und man kann solchen Richtern sogar die Hand schütteln. So. Auch bei wahren Aussagen können jedoch ausnahmsweise Persönlichkeitsbelange überwiegen und die Meinungsfreiheit in den Hintergrund drängen. Ich sage es nochmal, wenn die wahren Aussagen aus allgemein zugänglichen Quellen stammen, kann man das sagen, und zwar immer, das ist ein hohes Gut. Ansonsten landen wir wieder bei Sikal und Adolf Hitler. Ich würde sogar so weit gehen, wenn sie dem persönlichen Leben entspringen und nicht die nationale Sicherheit gefährden. Und das tut es praktisch nur, wenn es sich um Militärgeheimnisse handelt, kann man es einfach sagen, was da steht, ist einfach nur Scheiße und Schwachsinn. Persönlichkeitsbelange hindern keinen daran, die Wahrheit zu sagen. Das ist einfach nur ein Riesen. Schwachsinn, der hier steht. Ich mache, unterstreiche es mal und mache ein dickes Fragezeichen dran. Was hier steht, passt zu dem, was ich eben im Berufsleben in Nordrhein-Westfalen alles schon erlebt habe. Es ist eine Nutella-Bananen-Republik. Braun, zuckrig, süß und scheiße. Ich habe auch kein Nutella im Haus. Ich drehe mich gerade auf, ich muss erstmal einen hohen Schluck Tee trinken. Mal gucken, ob ich das noch bis zum grauen Kasten schaffe. Ich finde das gut, dass ich bei meinen Eltern, wo mein Schreibtisch steht, zum Strafrechtbuch gegriffen habe. Mich erleichtert das in Bezug auf mein persönliches Gewissen, dass ich nochmal nachgeguckt habe, wie es im Wortlaut heißt.
Ich verstehe nicht, wie man so eine Scheiße publizieren kann. Der CH Beck Verlag ist voll von so einem Dreck. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Aussagen die Intim-, Privat- oder Vertraulichkeitssphäre betreffen und sich nicht durch ein berechtigtes Informationsinteresse der Öffentlichkeit rechtfertigen lassen. So, ich habe es gesagt, es geht um die Wahrheit aus allgemein zugänglichen Quellen. Eine Patientenakte ist keine allgemein zugängliche Quelle. Und ich behaupte, man kann an der Stelle sogar auch die Wahrheit sagen. Wenn man es wirklich durchzieht, glaube ich nicht, dass man großartig einen auf den Sack kriegt. Es kommt dann wieder darauf an, wie man es gesagt hat. Selbst bei einem Psychotherapeuten oder einem Psychiater oder Neurologen, das sind so die Sachen, die den Menschen am peinlichsten sind, kann man sich nicht darauf verlassen, dass die nicht mit ihren Familienangehörigen einfach über die Wahrheit reden, was ihre Patienten angeht. Da gibt es auch Urteile zu. Ich wäre immer sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich von mir preisgebe. Also, ich sage es nochmal ganz laut. Außerdem steht ja hier, das Recht findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Mit Strafrecht ist voll von Gesetzen, was ein Arzt alles nicht darf. Halten die wenigsten sich dran. Die finden auch irgendwie nie Anwendung, ich weiß nicht warum. Allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. So. Der Auswahlverhältnis zu dem Interesse an der Verbreitung der Wahrheit steht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass einer ein Kinderficker ist, weil ich von dem vergewaltigt worden bin oder jemanden habe, der von dem vergewaltigt worden ist, das in Bildern dokumentiert worden ist, es ein Gerichtsurteil dazu gibt, dann nenne ich den Kinderficker in der Öffentlichkeit. Es gibt Richter, die meinen, man darf das nicht. Ich mache das. Und ich bin deshalb noch nie verurteilt worden.
die Intim-Privats- und Vertraulichkeitssphäre. Wenn Leute Straftaten begangen haben und das ist verjährt oder die nicht mehr vorbestraft sind, wenn ich davon Kenntnis habe und es sind wirklich schlimme Sachen, wie zum Beispiel Kindesmissbrauch, da mache ich es meistens wirklich so dermaßen. Was hier steht, ist einfach nur vollkommener Schwachsinn. Das ist auch keine beleidigende Äußerung. So, und wenn man Betriebsgeheimnisse verrät, wird man rausgeschmissen. Das war schon immer so. Die Kündigung ist auch keine Straftat. Arbeitsrechtlich spielt die Meinungsfreiheit insbesondere im Zusammenhang mit Kündigungen wegen beleidigender Äußerung und dem sogenannten Whistleblowing eine Rolle. Wegen der Einzelheiten hierzu wird auf Paragraph 127, Randnummer 83 und folgende und Randnummer 66 und folgende verwiesen. Das Grundrecht der Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes sichert die Freiheit der Herstellung und Verbreitung von Druckerzeugnissen und damit, das Kommunikationsmedium Presse. Demgegenüber schützt die Meinungsfreiheit des Artikels 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes Form und Inhalt von Meinungsäußerungen, auch wenn sie in einem Presseerzeugnis verbreitet werden. Die Pressefreiheit ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates und für eine Demokratie unentbehrlich. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes schützt die Grundrechtsträger vor Einflussnahme des Staates auf die mithilfe der Presse verbreiteten Informationen. Komisch den Satz. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes schützt die Grundrechtsträger. Keine Ahnung. Ich guck mal gerade nach hier. Ich weiß nicht, was ein Grundrechtsträger ist. Für mich gibt es nur Menschen in Deutschland, für die es die Grundrechte gibt. Ich weiß da nicht, warum man nicht da schützt die Menschen entscheidet. Stattdessen, ich weiß wirklich nicht, was ein Grundrechtsträger ist. Hat mein Pfiffi auch ein Grundrecht? Ist der ein Grundrechtsträger? Schützt die Grundrechtsträger vor Einflussnahme des Staates auf die mithilfe der Presse verbreiteten Informationen. Das Grundrecht, das ist das, was damit gemeint wird, es findet keine Zensur statt. Das Grundrecht gewährleistet die publizistische Betätigung von der Täten. Informat. Ich brauche gerade einen Aktivierungsnachweis. Jetzt kann man es lesen. Das Grundrecht gewährleistet die publizistische Betätigung von der Beschäftigung. Das Grundrecht gewährleistet
Die publizistische Betätigung von der Beschaffung der Information bis zur Verbreitung der Nachricht und der Meinung. Diese umfasst das Recht, die inhaltliche Tendenz einer Zeitung festzulegen, beizubehalten, zu ändern und diese Tendenz zu verwirklichen. NJW, da steht gar nicht irgendwas mit neu oder. Ich wette, das ist auch ein ausgedachtes Urteil. Wir sind stramm rechts und wir dürfen das. NJW heißt. Herr Link, Sie sind ein strammer Nazi gewesen und mittlerweile hoffentlich tot. NZA, neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. So. Neue juristische Wochenschrift ist garantiert auch. Das riecht so nach Nazis, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es stinkt braun und nach Scheiße. NJW, NZA. Ich kann es ja mal neu, NJW 1980,2093, wahrscheinlich werden die Dinger zeitweise durchnummeriert. Ich nehme so einen Dreck gar nicht erst in die Hand. Im Grunde genommen nehme ich so einen Dreck hier auch nicht in die Hand, aber was soll's, ich muss halt vors Arbeitsgericht. Ich würde das ja passend finden, wenn in solchen Büchern dann auch das Urteil im Wortlaut zitiert wird. Da muss man wirklich nur das Urteil angeben und nicht die Dreckszeitschrift, wo es gefälscht worden ist. Ich brauche wieder mein Blatt, anders komme ich mit dem Dreck hier nicht klar. Der Schutzbereich der Pressefreiheit erfasst den gesamten Inhalt eines Presseerzeugnisses, darunter auch die in ihm enthaltenen Werbeanzeigen für Anzeigenkunden. Das heißt, die dürfen auch nicht zensiert werden. Das heißt, der Herausgeber hat eine redaktionelle Verantwortung, die Anzeigen, wenn die den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen, muss man nicht nur den verklagen, der die Anzeige rausgegeben hat, man kann auch den Redakteur verklagen. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, welche Zeitschrift ist das? Dazu gibt es was in der NJW und in der NZA. Hoffentlich steht das da auch so drin, dass man gegen zwei Personen gleichzeitig klagen kann. Kriegt man doppelt Geld. Jeder Träger des Grundrechts der Pressefreiheit ist befugt, ohne unmittelbare oder mittelbare Einflussnahme des Staates die Tendenz einer Zeitung festzulegen, beizubehalten, zu ändern und die Tendenz zu verwirklichen. Ich weiß gar nicht, warum Zeitungen Tendenzen haben müssen. Und Zeitungen mit Nazi-Tendenzen gibt es genug.
Die Pressefreiheit ist des Weiteren ein objektives Prinzip der Rechtsordnung. 122 ist das Bundesarbeitsgericht von ist auch wieder aus der NZA. Objektives Prinzip der Rechtsordnung. Damit kann auch nichts anfangen. Ich weiß nicht, was ein objektives Prinzip der Rechtsordnung ist. Für mich gibt es geschützte Rechte und Freiheiten und das war's. Und der Rest ist Güterabwägung. Welches Recht ist das höhere Gut? Ich kenne kein objektives Prinzip der Rechtsordnung. Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut, aber ganz bestimmt kein objektives Prinzip der Rechtsordnung. Auf die Meinungs- und Pressefreiheit können sich gemäß Artikel 19 Römisch 3 des Grundgesetzes auch juristische Personen des Privatrechts berufen. Artikel 19 Römisch 3. Keine Ahnung, was da drin steht. Einschränkung von Grundrechten. Ah, jetzt wissen wir schon mal, was ein Grundrechtsträger, Rechtsschutz. Aha, hier steht, was ein Grundrechtsträger ist. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Also eine juristische Person zum Beispiel eine Schule als ein öffentlich bestelltes Amt kann Grundrechte haben. Damit wird sie zum Grundrechtsträger. Cool, schon wieder was gelernt. Jetzt kenne ich auch Grundrechtsträger. Vorher habe ich nicht gekannt, vorher habe ich nur Menschen gekannt. So langsam kommt man da rein. Ich glaube, ich habe das sogar mal gewusst. Ist aber schon lange her. Arbeitsrechtlich ist das Grundrecht aus Artikel 5 Römisch 1 Satz 2 des Grundgesetzes bei der Bestimmung des Tendenzschutzes zu berücksichtigen. Ich lese noch hier geradezu weiter. Ein Redaktionsstatus für einen Zeitungsverlag, das die Bildung eines Redaktionsrates zur Beteiligung der Redakteure bei tendenzbezogenen Maßnahmen vorsieht, ist mit Artikel 5 Römisch 1 Satz 2 des Grundgesetzes vereinbar. Keine Ahnung. Ich will keine Zeitung aufmachen. Das ist für mich wahrscheinlich nicht so von Relevanz. Bis später.